Hallo liebe Sockenträgerinnen und Sockenträger, mein Name ist Daniel von Trausnitz und ich lese heute die Titelgeschichte aus meinem Buch Das Leben ist ein Strickstrumpf und was es damit überhaupt auf sich hat. Warum ist das Leben ein Strickstrumpf? Ich saß auf dem Sofa und betrachtete meine strickbestrumpften Füße. Ja, ich fange nochmal von vorne an, denn ich möchte ja hier doch ehrlich sein. Also, neulich rammelte ich wieder einmal wach und unruhig, genervt von dem ewig schwachsinnigen Fernsehprogramm und zwischen Chipskrümeln auf dem häuslichen Kanapee herum. Als mein Blick auf meine völlig dem Alltag zum Opfer gefallenen Strickstrümpfe fiel. Und um das gleich vorweg zu beantworten, ich trage gerne Strickstrümpfe. Sicher ebenso gerne wie Strickmützen. Aus Wolle. Wolle, deren Verlust nun irgendein armes, des Nächtens vor Kälte zitterndes Schaf teuer mit Erkältung und vielleicht Nacktscham zahlen muss. Überhaupt macht man sich ja viel zu wenig Gedanken über diese alltäglichen und selbstverständlichen Dinge, die das Leben unbemerkt begleiten. Wie elektrischer Strom, Wasser, Menschen, Liebe oder eben Strümpfe. Kaum machen wir uns Gedanken darüber, was alles nötig ist, um diesen meist unbemerkten Luxus überhaupt genießen zu können. Solange alles funktioniert. Solange alles in unser Alltagsschema passt und sich nichts Außergewöhnliches zuträgt, ist alles gut. Aber gerade jetzt, wo ich auf meine Füße und die sie zum größten Teil umschmeichelnden Strickstrümpfe schaue, bricht ein wahrer Orkan der Erkenntnis in mir los. Ein Mahlstrom der Gedanken. Was, wenn Strickstrümpfe uns alles über das Leben, über uns und unsere Geschichte erzählen? Es ist doch so, meist bemerkt man sie gar nicht. Man nimmt ihren Dienst, den sie uns insbesondere im Winter leisten, als völlig selbstverständlich hin. Diesen Dienst tun sie ohne zu murren den ganzen Tag, wenn man sie pflegt, sich um sie kümmert und sie gut behandelt. Doch irgendwann kommt der Tag, an dem man sie dann doch etwas vernachlässigt. Vielleicht hat man verschlafen, ist in Eile und schnappt sich die Socke, ohne auf guten Sitz zu achten, ohne ihm metaphorisch einen guten Morgen zu wünschen. Du schlüpfst in deine Schuhe und beginnst den Tag. Zuerst scheint alles in Ordnung. Die kleine Unachtsamkeit scheinen deine Fußbeutel unbeschadet und ohne Kränkung hingenommen zu haben. Du verlässt das Haus, gehst zum Bus und überlegst auf dem Weg zur Haltestelle, was heute alles zu erledigen ist, was dich zurzeit noch von den Geschehnissen an deinen Füßen und damit weit entfernt von deinem Kopf ablenkt. Gerade noch im Bus sitzend machst du an deinem Ziel angekommen die ersten Schritte. Und obgleich gerade noch alles in Ordnung schien, merkst du, dass deine Unachtsamkeit sich tief im Innern des Schuhs zu einer Falte unter dem Fuß zusammengebraut hat. Zuerst nervt sie dich nur ein wenig. Doch bei jedem weiteren Schritt ist da dieses Gefühl. Ein leichter Druck wie der eines Stückchens Apfelschale zwischen den Zähnen. Dieser zuerst noch diffuse Druck steigert und steigert sich. Bei jedem Schritt wird es schlimmer. Bis alles in deinem Kopf, alles in deinem Körper, jeder Gedanke beginnt, um die Falte in deiner Socke zu kreisen. Was mich zu dem Schluss bringt, dass all das, was wir als so selbstverständlich erachten, Dinge, die einfach da sind und wir sie nutzen, ohne dass wir uns überhaupt Gedanken über sie machen, plötzlich und unerwartet in den Mittelpunkt des Lebens treten können. Ab diesem Moment des Erkennens dieser Störung wird und ist alles anders. Ein anderes Beispiel, aber weiterhin der Vergleich Strickstrumpf versus Leben. Wenn du ein Loch in deiner Socke hast, vielleicht an der Ferse oder auch an der großen Zehe, was im Grunde jedoch völlig egal für das ist, was ich erzählen möchte. Wenn du also ein Loch in deiner Socke hast und dieses dann, die älteren Zuhörer, je nachdem werden, wie alt sie sind, werden dieses Wort noch kennen, dieses gestopft. Man hat ja früher Socken gestopft und nicht einfach nur neu gekauft. Auf jeden Fall ist die Socke, wenn sie gestopft ist, wieder so weit hergestellt, dass keine Teile des Fußes mehr im Kalten tappen müssen.
Doch wird man diese geflickte Stelle den Rest des Sockenlebens spüren. Die Laufpatschen sind dann zwar wieder wohlig warm, aber dennoch ist an der gestopften Stelle immer ein kleiner Druck. Ja, wenn man so will, eine Narbe zu spüren. Das ist doch im Grunde wie zum Beispiel beim zwischenmenschlichen Vertrauen. Du kannst einmal gebrochenes Vertrauen vielleicht wiederherstellen. Also wenn man so will, stopfen. Doch wird immer eine kleine raue Stelle im Herzen des Betrogenen zurückbleiben. Eine klitzekleine Narbe, die in manchen Situationen unangenehm an der Seele scheuert. Ja, und manchmal ändert sich ein ganzes Leben durch eine scheinbar lapidare Kleinigkeit. Für jemanden komplett. Gerade muss ich an das Schaf denken, das jetzt friert, nur damit ich es nicht tue, und möchte ihm an dieser Stelle für so vieles danken. Danke für meine warmen Füße, die du, liebes Schaf, mit deinem kalten Hintern bezahlst. Und vielen Dank für diese Gedanken und die Erkenntnis.